Und es soll dafür einen ganz guten Tick. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch 10 ultimative Beauty-Hacks, die ihr unbedingt wissen solltet. Ja, ich weiß, es gibt 1000 Videos solcher Art hier auf YouTube, aber ein paar Sachen sind dabei, die ich persönlich noch nirgendwo gehört habe. Ich habe nämlich viel recherchiert im Internet und einige coole Hacks gefunden, wo ich mir dachte, vielleicht kennt die noch nicht jeder. Und ja, die wollte ich einfach mal mit euch teilen und die selber mal so ein bisschen austesten. Und ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefällt und ihr dran bleibt. Ich bin mir sicher, dass ich mit dieser Situation nicht alleine bin, das hoffe ich zumindest. Manchmal, nachdem man sich die Haare geföhnt hat oder sich gerade ein T-Shirt über den Kopf gezogen hat, fliegen die Haare so ätzend in der Luft rum und man kriegt die einfach nicht gebändigt. Und dagegen soll es einen ganz einfachen Trick geben. Und zwar braucht ihr dafür nur diese ganz billigen Brillenputztücher, mit denen streift ihr euch einfach über eure Haare. Und das soll dafür sorgen, dass eure Haare nicht mehr fliegen. Und ich habe schon so oft ausprobiert in der Früh und ich liebe diesen Hack. Und für mich ein echter Lebensretter. Jeder kennt von euch bestimmt diesen Hack, indem man sich Haarspray auf ein Wimpernbürstchen sprüht und dann damit sich praktisch anstatt eines Augenbrauen-Gels über die Augenbrauen fährt. Aber das sorgt ja leider dafür, dass eure Augenbrauen ziemlich matt und ja ungepflegt aussehen. Und damit das nicht passiert, habe ich für euch einen kleinen Trick. Ihr nehmt einfach statt Haarspray etwas Vaseline und tragt diese praktisch wie ein Augenbrauen-Gel auf eure Augenbrauen. Und das sieht richtig fleeky aus, Leute. Ich sag's euch, mit dem passenden Augenbrauenstift ist es wie ein Augenbrauengel und eure Augenbrauen sind den ganzen Tag on fleek. Jeder von euch kennt dieses Problem. Man wacht in der Früh auf und hat richtig angeschwollene Augen. Ob ihr geweint habt am Vorabend, ob es euch einfach nicht gut geht oder ob ihr einfach schlecht geschlafen habt. Mir passiert das echt oft leider, dass ich richtig angeschwollene Augen habe. Und was hilft dagegen? Natürlich kühlen. Aber wer denkt schon am Abend davor dran, sich Löffel in den Kühlschrank zu legen, damit man die dann am nächsten Morgen auf die Augen legen kann? Ich muss nämlich zugeben, dass ich da definitiv nie dran denke. Und genau aus diesem Grund habe ich mir beim Rossmann oder beim DM, ich glaube es gibt es in beiden Läden, so eine gruselige Kühlmaske gekauft, die einfach immer im Kühlschrank liegt. Und die bindet ihr euch einfach jeden Morgen, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Augen geschwollen sind, aufs Gesicht. Das sieht echt nicht gut aus, Leute, aber es hilft. Es ist nämlich nicht so eiskalt wie die Löffel, weil die werden so kalt, dass die Haut schon fast dran kleben bleibt. Das ist mir mal passiert, aber das ist eine andere Geschichte. Und die haben einfach so die perfekte Temperatur und oh, es ist einfach so ein gutes Gefühl am Morgen. Das kann ich euch echt sehr empfehlen. In diesen Hack habe ich mich wirklich verliebt. Ich schminke mich jeden Abend mit Abschminktüchern vom BB ab, aber man hat immer dieses Gefühl, irgendwie kommt nicht alles runter. Also gehe ich jeden Abend nach dem Abschminken nochmal mit einem Micellenwasser über mein Gesicht und dann sieht man nochmal, was richtig runtergeht. Was noch so für Dreck in der Haut steckt und das ist wirklich erschreckend. Müsst ihr mal ausprobieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Nur jetzt habe ich gelesen, dass das weniger bringt, weil das Wattepad, auf das man das Micellenwasser tut, so viel Micellenwasser aufnimmt, dass praktisch weniger auf euer Gesicht kommt. Und ich habe gelesen, dass man das Wattepad richtig nass machen soll mit Wasser, dann bringt man es gut aus, gibt dann das Micellenwasser aufs Wattepad und schminkt sich dann damit ab. Das soll einfach bewirken, dass das Micellenwasser besser in eure Haut eindringen kann, dass mehr Produkt abgeht und dass eben das Wattepad nicht allzu viel Produkt hier aufsaugt. Okay, First World Problems, ich weiß, ich habe Gelnägel und die sind ultra hässlich lange rausgewachsen. Und ich habe gelesen, dass wenn man sich auf den rausgewachsenen Nagel Glitzer-Nagellack gibt, dass es dann nicht mehr nach rausgewachsenen Nagel aussehen soll, sondern nach einer neuen, freshen Nail Art. Und das werde ich euch jetzt beweisen, denn ich finde den Hack super. Wenn man mal verabredet ist, ein Date hat und denkt sich, scheiße, ich habe es nicht mehr ins Nagelstudio geschafft, dann hat bestimmt jedes Mädchen von euch einen Glitzer-Nagellack daheim. Nur ich nicht, deswegen habe ich mir jetzt selber einen gemacht. Einfach so grobe Glitzerpigmente in meinen Klarlack gegeben, aber kommt ja aufs selbe hinaus. Und den gebt ihr euch einfach auf euren rausgewachsenen Nagel. Und ja gut, wenn man jetzt ganz nah hinguckt, sieht man es natürlich. Aber so als kurzer Lebensretter in der Not, perfekt, Leute. Ich bin totally in love mit diesem Hack, denn wer liebt es nicht im Sommer mit gebräunter Haut
mit einem schönen Schimmer auf dem Bein das Haus zu verlassen. Ich liebe es und leider gibt es nicht so viele Bodylotions, wo man genau gerade diesen Effekt hat, den man haben will. Und jetzt zeige ich euch einen kleinen Trick, wie ihr das ganz schnell daheim nachmachen könnt. Und ich bin mir sicher, diese Zutaten hat jedes Mädchen bei sich daheim, denn ihr braucht lediglich eine Bodylotion eurer Wahl und einen Highlighter. Ich habe jetzt hier einen von Makeup Revolution genommen. Das ist ein Vivid Baked Highlighter und von diesem hier werde ich mir jetzt etwas in ein Gefäß halt, was ihr gerade daheim habt, abkratzen. Und zwar so viel, wie ihr eben auf eure Haut sehen möchtet. So, da kratzt ihr einfach was ab. Eben genauso viel, wie euer Bein schimmern soll oder euer Dekolleté. Da sieht das ja auch so toll aus. Oh Mann, ich freue mich schon, das gleich zu verwenden. Und wenn ihr das gemacht habt, gebt ihr zu eurem abgekratzten Highlighter etwas Bodylotion dazu. Meine ist jetzt hier von Nivea, aber das spielt ja keine Rolle. Und das mache ich jetzt ja hier mal so nach Pi mal Daumen. Ich werde euch das jetzt an meinem Handrücken demonstrieren. Leute, ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie das schimmert. Ich pack's nicht. Ich pack's nicht. Seht ihr das? Ja, ihr könnt sehen. Oh. Jeder von euch weiß, dass man, wenn man einen Spliss hat, den leider nur entfernen kann, wenn man sich ihn abschneiden lässt. Aber dass erst gar kein Spliss entsteht, kann ich euch empfehlen, eure Haare in Zukunft mit einem Baumwoll-Shirt zu trocknen. Wichtig hierbei ist natürlich nur, dass ihr nicht rubbelt und die Haare auch nicht eindreht, denn das macht sie noch mehr kaputt. Nehmt euch einfach die Haare und drückt so lange, bis sie feucht sind. Ich bin ein absoluter Kaffee-Fan. Jeden Morgen brauche ich einen, am Mittag am besten auch noch zwei. Also Kaffee ist echt so gut wie mein Leben. Und vielleicht habt ihr schon mal gehört, Koffein verfärbt eure Zähne. Und um das zu umgehen, könnt ihr einfach euren Kaffee in Zukunft mit einem Strohhalm trinken oder allgemein koffeinhaltige Getränke einfach mit einem Strohhalm schlürfen. So umgeht ihr das Ganze und ihr habt länger weiße Zähne. Ein super Tipp, Leute. Ich habe mich so gefreut, als ich ihn gelesen habe. Wenn ihr eure Haare getönt habt, aber absolut nicht zufrieden seid mit der Farbe und euch denkt, scheiße, nein, die Farbe muss raus, die Farbe muss raus. Sie geht aber einfach nicht raus. Dann greift zu einem Schuppenshampoo. Nehmt einfach das hartnäckigste Schuppenshampoo, das ihr finden könnt. Denn die angeklebten Farbteilchen, die durch die Tönung auf eure Haare gelangt sind, rubbelt ihr so mit diesem Schuppenshampoo von Tag zu Tag ab. Und ich sag's euch, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, hätte man mir das bitte noch vor einem Jahr erzählt. Alle kühlen Lippenstiftfarben, die einen blauen Unterton haben, lassen eure Zähne weißer erscheinen. Das ist wirklich kein Witz, denn im Gegensatz zu diesen blaustichigen dunklen Lippenstiften lassen orangestichige Lippenstifte eure Zähne gelber wirken. Ihr könnt das ja selber mal testen vorm Spiegel und ihr werdet einen so deftigen Unterschied sehen, dass ihr wahrscheinlich nie wieder orangestichige Lippenstifte tragen werdet. Also man kann sich merken, je dunkler der Lippenstift, desto heller wirken die Zähne. Und sind deine Zähne nicht von Natur aus strahlend weiß, ja klingt doof, ist aber so, dann meidet am allerbesten Orange, Braun und Nude-Töne. Das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und meine Frage an euch wäre, was sind eure Beauty-Hacks, die ihr vielleicht im Alltag anwendet, ohne dass sie euch so direkt auffallen? Denkt mal drüber nach und schreibt die mir unbedingt in die Kommentare, da bin ich echt mega neugierig drauf. Und ich denke, dass ihr euch untereinander so auch ein bisschen helfen könnt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls du jetzt gerade neu hier bist auf meinem Kanal, dann würde es mich natürlich auch freuen, wenn du mich abonnierst. Und ich hoffe, dass wir uns bei meinem nächsten Video schon wiedersehen. Einen wunderschönen Tag euch noch.